Moin Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge God of War Valhalla. Oder Valhall, Ragnarok natürlich. Ich versuche heute Tyr zu besiegen. Aber diesmal mit Konzentration, weil ich das letzte, die letzten 30.000 Mal versucht habe, ihn mit Frontalangriffen zu besiegen. Versuche ich es dieses Mal neu mit dem Speer und der Axt. Und ich reagiere ein bisschen zu schnell auf seine Angriffe, das zwar auch gut ist, aber wenn man zu schnell auf seine Angriffe reagiert, dann bist du direkt am Arsch der Welt. Das war so. Ich bin im Spiel reingegangen. Kann ich euch gleich erzählen. Die Folgen sind ein bisschen lang von God of War DLC, aber naja. Hier ist ja extrem stark, also dachte ich mir, ich gehe mit dem Speer. Dieser Schild ist eigentlich gut gegen seine Angriffe. Bleibe ich lieber. Ich möchte keine Scheißgeschichte hören. So, haben schon auch so. So, dann nehmen wir auch das hier. Oh. Ich gehe am Anfang erstmal mit der Axt rein. Ich höre, du machst Geschichten. Ich habe einen für dich. Nein! Wenn man Hilfe anbietet, würde ich sie nehmen. Ich möchte auch keine Geschichten hören. Gegen den, wer ich bin. Würde ich jetzt sagen, ich werde nichts mehr nehmen. Lass die auserwählten Gegner Valhalls nicht deine Gedanken beherrschen, sonst unterliegst du ihnen wieder. Ich unterliege schon hier 3000 Mal, also mal bitte, was willst du von mir? Das Spiel ist nicht mal in der Mitte. Wieder der Schlüssel ist mehr an der Geschichte. Ja, zu gegebener Zeit. Erzähl mal die Geschichte, wir wollen die mal wissen. Lächerlich. Du interessierst dich doch nicht für mein Liebesleben, Bruder. Ich interessiere mich und du weichst der Frage aus. Was ist passiert? Also, als du mich letztens bei ihrem Langhaus abgesetzt hast, hat Sigrun einen Moltebeer-Haselnuss-Pudding gemacht. Natürlich kann ich nichts essen, aber es war trotzdem sehr lieb von ihr. Und? Das war's, im Grunde. Das war nicht alles.
Ich glaube, dein Ziel ist dort auf dem Schlachtfeld. Aua, aua. Aua. Du Scheißvieh. Lass dich nicht treffen! Was? Das kann ich auch! Erwischt! Zähl mit Valhalla! Ja! Es scheint, Valhalla wird dich nicht ohne einen Handel da durchlassen. Das ist wahrscheinlich Midgard, ne? Versuch doch! Meine Güte! Ist das ekelhaft langsam? Kratos, dieser Schiffskapitän. Wenn du seinen Schlüssel brauchtest, um Menschen zu retten, warum belastet dich das? Die Tat scheint doch gerechtfertigt. Die Indra verschlang den Kapitän, bevor ich sie töten konnte. Als ich in ihrem Schlund sprang, um den Schlüssel zu bergen, lebte der Kapitän noch. Er hing über einen tödlichen Abgrund. Ich sah die Angst in seinen Augen, als er sich verzweifelt festkrallte. Und die Erleichterung, als er dachte, ich würde ihn retten. Ich nahm den Schlüssel und warf ihn in den Tod. Und es war alles umsonst. Die Frauen waren schon tot, als ich sie erreichte. Ah ja, nehme ich auch mal. Lass dich nicht treffen! Digga. Das ist ja auch mein Bifrös!
Und dann kann ich direkt zur Schmetter, ne? Weil ich das gerade ich hätte wieder einen Schlüssel. Die Frust stört mich jetzt nicht unbedingt, falls man fragt. Wenn mich jemand echt fragt, die Frust stört mich wirklich nicht. Aber hey! Es ist God of War! Weil alle meine Waffen scheiße schwach gegen Tier sind, aber hey! Ich will mal kurz was gucken. Aber warum wird mir eigentlich ständig bläst? Okay, ich spiele das zwar auf einer anderen Konsole, aber hey. Mal, das ist doch normal. Oh, ups. Warte mal. Das ist ja einfach, ne? Niedrigste Schwierigkeit. Empfohlene Startschwierigkeit um 10% erhöht. Alter, höchste Schwierigkeit um 40. Alter, das ist einfach. Das ist normal. Ja, das ist normal. Hä? Verstehe ich nicht. Ich weiß 10%. Aber ich verstehe nicht, wieso das so schwer ist dann. Hä? Praktisch gesehen bringt das mir nichts. Och, halt die Fresse. Ich muss dich jeden Tag immer angucken. Das ist schon das Schlimmste, was ich haben kann. Oh, sorry. Wir gehen erst zu dem, der gefährlicher ist. Und zwar ein Rot-Schwarz. Rot-Schwarz. Na gut. Na gut, dann wollen wir mal. Der ist gefährlich. Ja, vielleicht schon. Bam. Stich. Aber der Speer ist. Und Sigma. Ah, du hast deine glorreiche Beute. Wir nehmen das. Ich halte keinen weiteren Kampf gerade aus. Deswegen gehen wir jetzt mal auf die andere Seite. Wir holen jetzt die Leichen zuerst. Ich habe halb Leben. Das ist flüchtige Echos. Das ist mit Geister. Die gehen. Dann machen wir erstmal das hier. Ich muss trotzdem zugeben, irgendwie ist der Daub nicht mehr gut.
Oh nee, natürlich ist es so eins. Wer hätte das gehofft? Und ich betäube den komplett falschen. Schlag mit dem Schild zu, verdammt. Zack. Zack. Das war clean. Okay. Machen wir das Speer. Nehmen. Aua. Da oben war noch irgendwo einer. Ja, hier. Hier ist das mit dem Riesen gewesen. Zack. Da ist der Feind, nach dem du suchst. Aua. Hinter dir, was? Aua. Ja, hör auf zu markieren. Wollen wir mal weiter. Naja, darauf habe ich keinen Bock. So versessen auf einen Vorteil. Ist das ein Spiel für dich? Also war mal Reliquienaufladung. So, jetzt beeilen wir uns. Es war hier mit dem. Na, nee, doch nicht. Hier war das mit dem Scheiß, das mich so angekotzt hat am Anfang. Oh.
Achtung, Ansturm! Achtung, Sturzangriff! Zack! Nimm eine andere Waffe, Idiot! Hinter dir, Dürrkopf! What? Meine Güte, kotzt mich das an. Das ist der Kratos, der Atlas zu Fall gebracht hat. Ja, das glaube ich dir. Auswurf. Zack. Oder wird konzentriert beendet. Da, im Boden! Applaus. Deine Gewalt zu schätzen. Ich würde mal sagen, das war's mit der Aufnahme. Und ich hoffe dann in der nächsten, dass wir fertig werden. Vielleicht hoffe ich mal. Weil hier ist echt harter Brocken. Und ich wette, egal was man tut, er ist und bleibt einfach hardcore. Aber warum wechselt plötzlich meine Waffe zur verschiedenen artigen Angriffen? Ich sehe das nicht. Aber wie viel kostet nochmal die hier? 10.000 war das? Ne, 15.000. Hä, wieso? Digga, warum wechselt das? Das ist ja ekelhaft. So. Wappen von Nierfame. Nein. Sind auch schon alle voll. So, dann rüste ich mich schon mal aus. Ich opfere das. Kurze Zeit einen Nahkampfschadenbonus. Schleudern Sie Ihren Gegnern 3 Bifus-Chakramen zu. 3 stand da, ne? Ich krieg 4. Göttlicher Triumph. Okay, Leute, das war's mit der Folge. In der nächsten spielen wir das DLC durch. Und dann kriegt ihr meine Meinung vom DLC zu hören. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss. Hallo, ich hab tschüss.